nachdem in der Siemensstadt allein 1997 zum allerletzten Mal eine Tischtennis-Stadtmeisterschaft durchgeführt wurde. Damals durch die beiden großen Vereine SGS Erlangen und TV 48 Erlangen gibt es jetzt am heutigen 10. Juni 2012 erstmals wieder ein großes Tischtennisturnier, den Erlangen Cup, diesmal organisiert und durchgeführt von der Spielvereinigung Erlangen. Ein sehr gelungenes Turnier, zwei Tage lang. Schöne Spielbedingungen, eine große Halle, gute Organisation. Und im Herren-SA-Finale stehen sich gegenüber der Aufschläger Philipp Berg vom TSV Stein und als Rückschläger Kostanov, Regionalliga Herren. Vorderes Parkkreuz, die Nummer 1 des TBC, Mulbach. Ein Spieler mit Erfahrung in der zweiten Herren-Bundesliga beim FC Tegernhagen. Schiedsrichter der Begegnung ist Bernd Böhrigl.
Erster Satz 11:8 zugunsten von Philipp Berg, TSV Stuttgart.